der Mechanist. Nein, Sira. Würde ich mich nächtens in unbekannte Gefilde schleichen? Nein! Ich brauche euch. Es geht um den sagenhaften Oktopus. Oktopus? Ja, eine erstaunliche Perversion von Mutter Natur. Auf den ersten Blick eine ganz normale Katze. Doch dann... acht Beine, Sira. Acht! Ist das zu glauben? Nein. Nein, Sir. Bringt meine Laune der Natur zurück, Herr Dieb. Liebesbedarf. Eure Börse hart meiner Münzen. Der Fleischliebhaber Vitoli braucht mich, um eines seiner Exponate, eine staunliche achtbeinige Katze namens Oktopus, zu finden und wieder zu beschaffen. Bitte, man Herr munkelt Dieb, schon, dass eine gewisse Sammlerin Rieferzeit sie sich bereits angeeignet hat. Möchtest du diesen Kundenauftrag wirklich statten? Natürlich. Oh, euer Edelmut lässt Männer weinen, Sir. Das will man ich doch hoffen. Man wird gewisslich Geschichten über euch erzählen, Sira. Ja, hoffe der ich doch. Der Oktopus befindet sich angeblich in einer Privatsammlung bei dem Torhaus zwischen Stone Market und Riverside. Helles Köpfchen. Darf ich? Ich hoffe, euch wiederzusehen. Der Oktopus befindet sich angeblich in einer Privatsammlung bei dem Torhaus zwischen Stone Market und Riverside. Ja, ja, ist schon gut. Begib dich zum Haus des... Na, sag mir nicht. Okay. Wie wir diese weitere Quest von ihm meistern werden, bevor wir dann endlich bezahlt werden. Sorry, Fraps ist in der Mitte der Sprachszene abgestürzt. Normal, ne? Nur zur Information. Da fehlt ein kleiner Teil, sorry. Bevor wir bezahlt werden, ja, werdet ihr dann sehen in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Thief. Wir hatten in der nächsten, letzten Folge ja unseren Auftrag Helles Köpfchen beendet und haben direkt den nächsten bekommen. Was ist ein ja, wir werden scheinbar noch nicht bezahlt von ihm. Aber wir holen uns mal neues Equipment, bevor wir wieder 120 Meter in die andere Richtung reisen. So, kaufen wir erstmal wieder Breitkopfpfeil. Halt, kaufen wir erstmal Köcherkapazität. Kaufen, ja, wirklich. Das brauchen wir auf jeden Fall. So. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt können wir nämlich... Was? Nee, ich will nichts verkaufen. Ich will was kaufen. So. So, kaufen wir erstmal das. Dann kaufen wir noch ein paar Sägezahnpfeile. Dann kaufen wir Feuerpfeile, denn die werden wir sowieso brauchen. Explosionspfeile können wir auch wieder kaufen. 4. Wasserpfeile sind immer sehr wichtig. Ja, da reichen 5 eigentlich. Seilpfeile. Stumpfe Pfeile haben wir auch noch genug. Seilpfeile nehme ich mal noch mit. Dann gucken wir mal, was können wir denn hier noch upgraden? Bogenbalance. Verringert die Zielzeit leicht. Hier können wir noch eine Glücksmünze kaufen. Ähnliches Rezept. Verringert den Preis von Mohn. Grinsesalz. Das holen wir uns, denke ich mal. So, Grinsesalz. Perfekt. Damit haben wir dann auch kein Zaster mehr. Und machen uns auf den Weg zu unserem Auftrag. Schalalala. Ja, wir möchten wirklich ins Südviertel gehen. Stell sich einer vor. Ladebildschirm. Ja. Hm. Ist übrigens immer noch die gleiche Aufnahme, in der wir den Auftrag gestartet haben. So, ein kleines Auto speichern. Die FPS-Zahl bricht gerade wieder leicht ein auf 30. Die müsste sich aber hoffentlich gleich wieder fangen. Nein, 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 auf keinen Fall, auf keinen Fall. Nie wieder. Dieses Kapitel werde ich nie wieder spielen. Da kannst du dir aber sowas von sicher sein, Thief. Da, nein. So, da kommen die Wachen. Die Wachen, die Wachen. Südviertel, Els End. Wie soll man uns ohne Liebe die Zeit vertreiben? Wie soll man uns ohne Liebe die Zeit vertreiben? Ja, wie wär's mit, weiß ich nicht. Freudenhaus. Oder sonstige schöne Sachen des Lebens. Ja, du hast irgendeinen Schatten gesehen, nicht mich, du Vogel. So, das gefällt mir gar nicht. Das Feuer ist ausgegangen. Ist es das, my lady? Gute Nacht, my lady.
Nein, das war ein Fehler. Ich bin Warum trägt so Lady müde? Marigold einen der Schlangenarmreife? Weiß sie denn nicht, dass er verflucht ist? Viel wichtiger ist, dass sie ihn hatte, bevor ihr Mann ins Totenbuch eingetragen wurde oder danach. Nicht so laut. Wenn sie denkt, wir verfolgen sie, vergiftet sie uns als nächstes. Ja, die Lady Marigold, die da ihren Mann vergiftet hat, kennen wir ja auch schon. So, gehen wir mal hier durch. Ich hoffe, dahinter ist kein Ladebildschirm. Doch. Ein Ladebildschirm. Ah. So. Na dann. Hier ist Licht. Kennen wir ja schon. Ha, was? Scheiße. Alter, was? Never. Never hat er uns... Alter, doch nicht schon wieder der Wichser. Wir müssen schnell hier raus. Der Wichser schon wieder. Nein, du hast niemanden gesehen. Pure Illusion. Na schön, Bruder. Warst du das? Ja, das war dein Bruder. Nur zur Sicherheit. Alles klar. Gut. Macht euch das Spaß? Seid ein Sadist. Ich doch nicht. Ich bin doch kein Sadist. Ach was. Nein, Quatsch. Ich würde niemals sadistische Züge zeigen. Ketten gesprengt. Hey. Huh. Scheiße. Eindringling. Hä? Er kann sich vor dem Licht nicht verbergen. Ja. Yeah. Lass mich in Frieden. Beide. Alle beide. Lass mich. Aufs Maul. Aufs Maul gibt's. Durch beide. Dich auch! Scheiße, tot! Oh! Der Wichser! Der kleine, hässliche... ja. Dieser nette Knabe. So, scheiße. Den kennen wir jetzt. So. Dieses Mal machen wir es anders. Dieses Mal gehen wir hier hoch. Warten, bis er wieder an die Brüstung geht. Und er dort hinüber und klettern. Okay. Die beiden gehen wieder ihre Wege und wir gehen ebenfalls unseren Weg. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Puh, scheiße. Nein, 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 nein. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich muss hier irgendwo hoch. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht machen sie ja Menschenfleisch rein. Soll ja angeblich wie Hühnchen schmecken. Ich bin froh, wenn das alles. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Garrett, warst du das? Alles okay bei dir, Junge? Ach, scheiße. Oh, der Gestank hier ist widerlich. Ja, du bist auch widerlich, Junge. So, komm her. Huh! Oh oh. Irgendwas ist anders an dir. Moment, ich hab's. Du stinkst nicht nach Schweiß und Pisse. Ach so. Ich hab's gerade mit Polly Adler gemacht. Der duftendsten Dotter. Ihr Waffen hängt sicher noch an mir. Glückspilz. Ich stehe schon 2 Monate auf ihrer Warteliste. Bei mir waren es 5 und sie ist es wert. Ein Seemann hat erzählt, dass Polly dieses Parfüm aus dem Ausland importiert. Alter. Kein Wunder. Ihr Zimmer in Skin Market riecht wie ein exotischer Garten. Ist vermutlich das Vermögen wert, das sie zahlen. Sowas wie du.
Okay. Dann bringen wir ihn mal noch weg und haben die beiden wieder ausgeschaltet. Ich finde es, ja, einerseits ist es richtig, dass die Viecher wieder spawnen, denn ich denke, die stellen neue Wachen hin. Andererseits ist es doch auf Dauer echt ein bisschen nervig, muss ich sagen. So, und diesmal gehen wir hier hoch. Hier waren wir ja schon. Oh, da gab es die Falle. Die nette. So, und dann mussten wir da oben hin. Mein Kopf bringt mich um. Ah, aber ja. So kommen wir hier lang. Halt, nein. Nicht da runterfallen. Hier hoch. Die Kiste da kann man aufmachen. Das ist schön. Ah, ein Kronleuchter. Und eine Kiste. Hey, na bitte. Was wir hier noch so alles finden. Denn... So. Ense, Zwille, na, Dröhe, Zackedi und Zackaldi. Hell yeah. Diebesgut tut Dieben gut. Was? Noch ein Füller und das war's. Aber, ach komm, die schließen wir einfach nochmal. So. Ich dachte schon, der springt wieder runter, ey. Dann hätte ich echt gekotzt. So. Kundenauftrag, der Fleischliebhaber. Möchtest du diesen Kundenauftrag starten? Ja, möchte ich gerne. Speichervorgang, bitte warten. So, ein Ladebildschirm. Ladebildschirm. Der Fleischliebhaber. So. Mhm. Inventar voll. Sonst gibt's hier erstmal nix. Ja. Gehen wir mal hinunter. Allerdings weiß ich nicht, was uns da erwartet. Hier ist niemand. Aha. Oh! Wer hält mich hier zum Narren? Ich. Hier ist niemand. Das war unheimlich. Was bitte? Müssen wir wirklich hier lang? Das fällt um. So, okay. Wie kriegen wir ihn jetzt weg? So, wir gehen einfach mal unseres Weges. Mann. Sind wir hier denn richtig? Ich hoffe doch mal. So. Ach, wo kommen wir denn hier rein? Na, hallo. Ach. Wirklich? Ehrlich? Hm. Okay. Kann Garrett das? Nein. Toll. Okay, nochmal. Hier hoch. Und jetzt kommen wir hier hin. Ach, hier können wir nur direkt in die... ja, auf die Treppe. Na super. Okay, nochmal. Wir müssen hier so scheinbar raus. Kommen wir dann da? Nein, kommen wir nicht. Ach, ein Seilpfeil. So, ein Seilpfeil. Der alte tu nicht gut. Das ist nicht... Nein, ich warte immer nicht lang genug.
Mann, deswegen springe ich immer daneben. So. Sind wir hier? Anwesen des Sammlers. Ach, der hat ein Anwesen, der Gute. Ja. Der hat ein sehr schickes Anwesen, der Gute. So, wir löschen das Licht. Schauen wir mal. Hier war doch noch irgendwas, was geblinkt hat. Nein, wirklich nichts. Null? Nein, okay. Ich will immer durchgucken und... Aubrey, bring mir eine Kerze, ja? Sind die anderen ausgegangen, Sir? Nein, das heißt, irgendwie schon. Ich brauche einfach mehr Licht, um zu sehen, was ich tue. Ich hatte einen kleinen Unfall. Einen kleinen Unfall, Sir? Müssen wir jedes Mal diese Verhörnummer durchspielen, Aubrey? Bring mir einfach eine Kerze. Er ist nicht hier. Will der jetzt hier reingehen? Der will hier nicht reingehen, der will hier nicht rein. Haus arbeiten können, statt seine Abartigkeit zu bespaßen. Okay, der geht hier weg. Das ist ja für uns dann ein Freibrief, hier erstmal auszuräumen. Oh, zack. Nix. Nochmal nix. Ach, sieh mal einer an, ein Briefchen. Hausdiener-Tagebuch. Ach, wir sind hier also gerade in der Wohnung des Hausdieners. Ich schließe mal die Tür. Okay. Wir lesen mal noch das Tagebuch des Hausdieners. Hausdiener-Tagebuch. Eine gute Woche, alles in allem. Selbst nachdem der Meister dieses ausgestopfte Monster verkauft hatte, war noch genug für Trockennahrung und billigen Wein übrig. Schon wieder ein Unfall. Ich muss einen neuen Arzt suchen. Der jetzige behauptet, er habe ernsthafte Arbeit zu tun. Der Meister zeigt sich nach der Sache mit dem Bettpfosten recht reuevoll. Er stimmt zu, weitere Teile seiner Sammlung in den Tresorraum im Keller zu verlegen. Wurde mitten in der Nacht vom Meister geweckt. Er hat sein eigenes Geburtsdatum vergessen. Was? Manchmal wünschte ich, er würde die Schlüsselkombination vergessen, während er im Tresorraum eingesperrt ist. Ja, es wäre auf. Ja. Stiehl den Oktopus. Ja. Das haben wir ja auch vor. Einmal kurz gucken. Gibt es hier einen Lichtschalter oder sowas ähnliches? Da kommt wieder jemand. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal kurz in den Schrank. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal in der nächsten Folge, wie wir weiterkommen. Bis dahin, tschüss.